Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Jetzt wundert ihr euch garantiert, Dreams, nochmal, ich hatte den Early Access von Dreams angezockt und jetzt ist es als Vollversion da, im PSN, Link natürlich in der Videobeschreibung. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob sich das jetzt viel von der Early Access Version unterscheidet. Ein besonderer Hinweis für unsere Beta- und Early Access-Träumer. Ihr werdet feststellen, dass eine neue hinzugefügt haben. Diese. Okay. Spieler 1. Erlauben das Benutzerprofil kreativ im Internet. Ja, klar, warum nicht? Hab ja nichts zu verbergen. Neigen. Und mit den Move Bubbles können wir machen. Habe ja keine Kamera dran, also von daher, ich bin mal gespannt. Ob sich das jetzt doll unterscheidet von der Early Access Version. Und wie viel Träume, auch da packen ja ständig neue Leute Träume Am dazu. Anfang war nichts. Also das kennen wir schon. Oh, der ist aber auch Keine so süß gemacht, Bewegung, der Anfang. kein Geräusch, Leere, ganz und gar. Hier stimmt das gleich ein. Dann Licht. plötzlich Jetzt können wir gleich wieder eine Farbe auswählen. ein Fleck, eine Idee. Es könnte alles Mögliche Nee, hier sein. kann ich neu Es steuern. könnte Auf das Spiel habe ich so ewig lange gewartet. Farb. Wenn ihr drei vor ein paar Jahren vorgestellt. Wirklich Form. gut gelungen. Also im Prinzip ist es jetzt nicht so wie ihr kennt, ein Jump and Run oder irgendwas Geräusch. dergleichen. Jeder Traum ist anders. Und was Und das ihr könnt eure eigenen Spannendste Träume war. natürlich auch machen. Leben. Also eigene Levels gestalten und so. Ich hatte ja beim letzten Mal hier, Jeder wo ich die kann sich Katze der gemacht Macht und so. bedienen. Jeder hat einen Wichtel. Ja, Sie sind der Schlüssel zur Macht im Traumiversum. Oh, das sind neue Im Wichtel dazu Traumiversum gekommen. kann man ihre Energie spüren. Wähle dir einen eigenen aus. Vorher waren nur Farben. Welcher darf es denn sein? Ich will wieder den blauen. Aber die hatten doch was anderes noch. Ich nehme den blauen. Ja, der da gehört jetzt dir. Das ist mein Wichtel. Ich Mal dachte, sehen, was der dein hat doch eine Wichtel Brille auf alles gehabt kann. eben und so. Halte die Optionstaste gedrückt, damit sich dein Wichtel in der Bildschirmmitte ausrichtet. Ja, toll! Dein Wichtel reagiert auf kleinste Bewegungen deines Wireless-Controllers. Er ist mit dem Bewegungssensor des Controllers So, verbunden. dann legen wir uns mal Sobald zurück. du deinen Controller auch nur ein winziges Stückchen bewegst, wird dein Wichtel reagieren. Ja. Los, beweg deinen Wichtel etwas. Stell dir vor, die Leuchtleiste vorne am Controller wäre eine Taschenlampe, die ihm den Weg weist. Siehst du diesen kleinen Haufen da vorne? Ja. Bewege zum Berühren das spitze Ende des Wichtels. Genauso. Jetzt schnapp dir die beiden Haufen oben und unten. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich gut an. Ja, hervorragend. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Du kannst den Wichtel auch an den Ja. Bildschirmrand stoßen lassen, um ihn neu zu kalibrieren. Läuft er dir aus dem Ruder, kannst du ihn durch Drücken und Halten der Optionstaste neu zentrieren. Ja. Jetzt kommt das Traumiversum dran. Versuche all die tanzenden Formen zu fangen. Entfessle die Farben und Klänge. Also das ist
jetzt alles noch, dass man halt mit dem Analogstick, mit dem Dings klarkommt. Du bist ein Naturtalent. Wow, eine wahre Symphonie. Wie du siehst, beeinflusst dein Wichtel alles, was er berührt. Ob laufend, fliegend oder hüpfend. Alles, was deine kühnsten Träume erschaffen. Du bist großartig. Du bist wunderbar. Du bist ein Traumsurfer. Du bist... Oh nein. Du hast die Wand des Zweifels gefunden. Keine Sorge, jeder zweifelt anfangs an sich. Siehst du den lockeren Siegel? Ja. Versuche, ihn mit der Wichtelspitze zu greifen. Genau so. Reiß die Mauer ein. Jetzt weiß ich mal, dass es mit R2 rum. Sieh dir den Siegel an. Wofür hält er sich eigentlich? Weg mit ihm. Yes. Deine Idee macht sich davon. Hinterher. Sie sollte irgendwo hier drin sein. Oh, mehr Hindernisse. Weg damit! Da ist sie! Los, Träumer, schnapp sie dir! Dunkel. Die einzige Energiequelle bist du. Also was jetzt? Dream. Ah, wir haben Licht. Guter Anfang. Wenn wir doch nur wüssten, wie wir diesen Ort erkunden können. Hat dieser Kegel etwa Bein? Langsam haben wir den Dreh raus. Da muss man doch irgendwie raufkommen. Wie war das? Achso, ja, ich muss wieder raus. Gemacht. Wir haben es fast geschafft. Automatisch. Hatte ich schon vergessen. Ah, sieh mal, der Setzling. Das Traumiversum mag es gerne grün. Ja, genau. Erstaunlich, was ein bisschen Pflege ausmacht. Fast geschafft. Selber irgendwas zu machen. Großartiges Universum an Möglichkeiten. Auch in der Early Access Version nicht. Ich hab ganz viele Levels so gespielt. Mit meiner großen Tochter zusammen. Da
waren Levels mit bei, Leute, die waren so süß gemacht. Hunde finden oder da waren dann so lauter Hunde und die haben Musik gemacht und ach, da war so süße Sachen dabei, auch waren mit Katzen und so. So. Kleines Dankeschön für die Teilnahme am Early Access Dreams. Prozent der Träume haben dieses Outfit abgeschlossen. Also es war bei der Early Access Version noch nicht, dass man halt die Wichtel anders gestalten konnte. Ich dekoriere es gerne mit fantastischen Kreationen von meinen Reisen durchs Traumiversum. Mein das sah auch in der Early Access noch ein bisschen anders aus. Hier beim Herumlaufen zu helfen. Da war hier nicht so schön wolkig im Hintergrund. Bereit zum Träumen? Ja. Dann geh zur leuchtenden Kugel und öffne das Hauptmenü. Wo willst du anfangen? Wähle Traumsurfen aus, um das Spiel zu beginnen. Oder Traumformen, um etwas zu kreieren. Ich will erstmal hier noch rumlaufen. Weil wenn es hier genauso ist wie... Diese Komposition ist so wunderbar. Sie ist einfach unbeschreiblich. Bei der Early Access Version, da waren nämlich auch noch Sachen versteckt. Die konnte man dann finden. Für irgendwelche Sticker und so. Die anregende Natur dieses Stücks mag ich besonders. So ein bisschen wie bei Little Big Planet, müsst ihr euch das vorstellen. Da findet man irgendwelche Sticker und hier waren es halt Sachen, die man finden konnte und benutzen konnte. Ein einmaliger Mix aus Form und Funktion. Oh, diese herrliche Kreation gibt mir Energie. Ja, dann machen wir mal Traumsurfen. Dann surfen wir mal in einem Traum. Willkommen beim Traumsurfen. Erkunde alles, was das Traumiversum zu bieten hat. Unterteilt in Wiedergabelisten, um das zu finden, was dir gefällt. Du bist auf Level 2. Ja, ich habe ja mit meinem anderen Profil. Ich bin Level 2, weil ich mit meinem Hauptprofil hier halt nur kurzzeitig gespielt hatte. Ich habe ja noch ein anderes Profil, wo ich dann halt mit meiner Tochter gespielt hatte. Hier im Wohnzimmer. Da bin ich höher. Deutsch, das wäre nicht schlecht. Western-Samurai, ja, das hatte ich auch schon. Oder wartet da? Ne, das war was anderes, was ich hatte.
Frogger Game. Oh, das ist bestimmt so wie damals. Da gucken wir mal rein bei Frogger Game. Spielen. Das ist bestimmt so wie damals das mit dem Frosch, wo man die Straße überqueren musste. Ach Scheiße, ich hab die Schildkröten nicht erkannt. Das sind Schildkröten, wo ich rufen muss. Ich habe gesagt, das ist wieder was mich angreift. Ach fuck. Geschafft. Grün da oben wollen sein. Dum, 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 dum
war nur ein Baumstamm. Da war ich nicht schnell genug. Jetzt habe ich es geschafft. Also der muss da rein, okay. Damals war es einfach nur rüber. Ich kann nichts machen. Also ich konnte jetzt nichts mehr machen, also ich weiß nicht. Ja, hängt gerade. Sterbe ich jetzt wieder. Aber ich kann nichts machen, also. Samurai Rapunzel. Das gucken wir uns mal das mal an. Das verschwundene Amidari oder wie der da ist. So. Ah, oh, wir sind ein Fuchs. Also ich kann jetzt nichts machen, das läuft jetzt von alleine. Ich kann nur springen.
gemacht, aber irgendwie ist gerade nicht weiter. Rankomme. Oh, ich hasse das. Thank you.
da jetzt hoch? Ah, das kann ich schon wieder runterfahren. Da oben ist eine Münze, die will ich haben. Traumsurfer. Suchen. Wieder alle in Englisch. Das ist Deutsch. Da bin ich mal gespannt. Hallo? Ja? Hallo? Ist da jemand? Wo bin ich? Hier ist alles so dunkel. Ich hoffe, ihr hört es auch. Das kommt hier teilweise aus dem Kopfhörer und teilweise aus dem Controller. Reingekommen. Kann mich nicht erinnern. Wer bist du eigentlich, wenn ich fragen darf? Ein Träumer? Klingt ganz schön abgefahren. Was auch immer das ist. Warte mal. Ich sehe ein Licht. Das war cool. Das war cool. So. Also in der
Early Access sah alles hier noch ein bisschen anders aus. Diese Komposition ist so wunderbar. Sie ist einfach unbeschreiblich. Die anregende Natur dieses Stücks mag ich besonders. Aber momentan können wir hier nichts machen, außer Traum surfen und Traum machen. Bei der Early Access Version konnten wir hier noch angleichen, aber ich habe ja noch nicht mal ein Tutorial gemacht. Ich dachte, es ist was Neues dazu gekommen, aber ich kann das Tutorial nicht nochmal machen. Ich habe es ja schon in der Early Access Version. Die erste Kreation wird dein Zuhause sein. Also, aber vorher muss ich dir noch die Bewegungsgrundlagen beibringen. Dabei kann dir mein Wichtel helfen. Er hat ein paar Quests für dich. Sag ihm doch mal Hallo. Also das ist neu. Aha, das ist eine Quest. Schließe den ersten Satz an Wichtelquests ab, um deine Traumformenreise zu starten. Als Lohn erhältst du dein ganz eigenes Zuhause. Okay, also das war nämlich beim letzten Mal nicht so. Da kam kein Wichtel. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt wieder... Weiter mit der ersten Quest. Du musst wissen, wie man sich umschaut. Fangen wir damit an. Kümmern wir uns jetzt um die Bewegung. Wenn du dich bewegst, während du in eine Richtung schaust, führst du eine Auf- und Abwärtsbewegung aus. Wenn du dich bewegst, während du in eine Richtung schaust, führst du eine Auf- und Abwärtsbewegung aus. Das Neue, das war beim... Bei der Early Access Version etwas anders. Ich bin mal gespannt, wie unser Zuhause denn aussehen wird. Um Objekte aus der Nähe zu betrachten, verwendest du den Zoom der Fixkamera. Dreh die Fixkamera doch mal hin und her. So kannst du Dinge aus jedem Winkel untersuchen. Wow! Jetzt geht's aber rund. Um in einer Szene schnell von A nach B zu kommen, geht nichts über das Flitzen. Thank you.
wenn ich das hier drückt halten. Träumer, mit großem Vergnügen übergebe ich dir feierlich dein ganz eigenes Zuhause. Oh, cool. Bist du bereit? Ja. Dann geh durch die magische Tür. Na, kann ich mit ihr noch reden? Nee. So, jetzt kriegen wir unser eigenes Zuhause. Willkommen in deinem Zuhause. Dein persönlicher Freiraum im Traumiversum. Du kannst ihn so gestalten, wie es dir gefällt. Andere Träumer können dein Zuhause besuchen. Dort erfahren sie etwas über deine Fantasie und wie du so tickst. Sieht etwas leer aus, oder? Gestalte es doch persönlicher. Geh zu meinem Wichtel, um anzufangen. Eine neue Ladung Wichtelquests. Schließt du sie ab, erhältst du Werkzeuge, um dein Zuhause zu bearbeiten und Preise, um es zu dekorieren. Und das Beste ist, wenn du alle abschließt, kannst du das Traumformen im Hauptmenü aufrufen. Na, dann wollen wir das doch mal machen. Okay, Träumer, legen wir los. Wie kommen wir mit diesem Block an die Preisblase? Bravo! So, haben wir? Weiter ja. Oben gibt es noch einen Preis. Wie kriegen wir die Puppe nur da hoch?
Ach, mein Blick, aus Versehen falsch. Und da noch ein Preis. Genau da, wo der Block vorher war. Wenn wir unsere Bewegung nur irgendwie rückgängig machen könnten. Rückgängig machen. Rückgängig ist das okay. Gute Arbeit, Träumer. Da ist noch eine Preisblase für dich. Diese befindet sich höher. Hm. Wenn wir den Block drehen könnten, wäre das eine gute Rampe. Fuck. So, da rein. Ganz gerade, aber wir kommen wenigstens ran. Das ist die Hauptsache. Wunderbar. Die nächste Preisblase liegt sogar noch höher. Vielleicht lässt sich die Rampe vergrößern, um sie zu erreichen. Skalieren nennen wir das im Traumformen. Müssen wir den hier nur wieder reinkriegen. So. Jetzt lüften wir die Geheimnisse eines der nützlichsten Werkzeuge des gesamten Traumiversums. Des Klonens. Durch das Klonen von Objekten kannst du schnell große Kreationen erschaffen oder dein Zuhause günstiger einrichten. Mhm. Das war auch nicht. Thank you.
So, und den will ich jetzt klonen. Finde einen Block und richte ihn. So, das. Klonwerkzeug findest du auch im Menü, okay. So, L1 und R2 klonen. Ihr gehört kein großer Bauer, so wie das aussieht. Hmm.
Geld. Jetzt brauchen wir etwas Platz, damit wir mit all deinen tollen Preisen auch bauen können. Und jetzt ab ins Traumiversum. Füllen wir diesen Raum mit den Schätzen aus deinen Quests. Verwende Suchen, um Elemente zu anzupassen. So, wir sind dahin. Jeder macht gerne Fotos. Fotografiere das schöne Panorama, das du kreiert hast. Oder seltsame Kreationen, die du unterwegs findest, um sicherzugehen, dass deine Augen dich nicht täuschen. Jetzt geht's. So. Suche.
So. Drücke Kreistaste, um das Objekt, das der Wichtel hält. Bewege. Objekt. Hier hin. Stabe das Objekt. Soll das Objekt stapeln. Doch nicht Kreistaste drücken, ich hab's hier. Ach so. Hier sind wir rauf, hat er mir nämlich nicht an. Nee, Quatsch, hier rauf. Stempel, unterschiedliche Elemente.
So, nochmal. Wege Sichtfeld dorthin, wo das Objekt stapeln möchtest. Stapel Objekte so oft du möchtest mit R2. Stimmt. Stempel. Okay. Nicht auf den Wichtel im Hauptmenü oder den Hausmenü. Drücke Kreistaste, um Objekt, das Wichtel hält, abzulegen. So. So, ich habe jetzt Sachen skaliert. Stapel 3 unterschiedliche Elemente zu. Drei unterschiedliche Elemente, okay. Dann nehmen wir noch das. So, und dann nehmen wir Oh ja, so ein Pfeil. Pfeil ist auch cool. So. So, jetzt haben wir das. Haben wir drei Sachen gemacht. Jetzt können wir unser Paket abholen. Sehr gut, Träumer. Du kannst jetzt das Traumformen erkunden. Geh dazu einfach ins Hauptmenü. Oder aber du arbeitest an deinem Zuhause weiter. Sprich mit dem Wichtel, um mehr Werkzeuge und Preise zu gewinnen. Auf dich wartet eine grenzenlose Welt voller Möglichkeiten. Okay. Reden wir
Was haben wir denn jetzt noch? Zwei Sachen? Eine verlockende Ladung an Quests ist aufgetaucht. Wenn du sie abschließt, erhältst du mehr Bearbeitungswerkzeuge für dein Zuhause und Preise zum Dekorieren. Zwei Sachen noch, ne? Okay, jetzt tob dich mal richtig aus und verpasse dem Raum ein ganz neues Aussehen. Mach ihn stimmungsvoller. Hier findest du all die liebevoll gestalteten, fantastischen Kreationen von Media Molecule, den Entwicklern von Dreams. Oh ja. So. Die will ich alle haben. Gucken, was da passiert. So, wie stellen wir denn mal hier hin? Ach, falsch. Ich habe aus Versehen. Ich habe die geschrieben, dass ich aufnehme. Ach, fuck. Ich bin gleich fertig, Hase. So, haben wir. Ach, hier können wir nochmal so einen Würfel machen. Zack. Gut, und jetzt können wir. Musst du einen speziellen. So, müssen wir die erstmal einsammeln. Ah, die laufen ja alle hinterher. So, haben wir die. So. Müssen wir jetzt raus und müssen hier oben rauf. Und jetzt haben wir natürlich neue Sachen. Ich habe so eine Trophäe gekriegt. Und einen Brief. Finden. Drücke Quadrate, um zu Hause zu editieren. Kannst du bitte rangehen? Dankeschön. Ja. Zu Hause editieren. Werkzeuge. Ah, cool. Mein Regal. Ich würde jetzt, oh, wir sind schon bei über einer Stunde. Dann würde ich jetzt hier aber auch langsam mal abbrechen. Ich werde es dann mit meiner Tochter noch weitermachen. Zack. Yeah. So, dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen. Es gibt unzählige Träume, die ihr spielen könnt. Und natürlich kommen auch immer mehr Deutsche jetzt dazu. Die Early Access Phase ist beendet, jetzt ist es komplett da. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde es auf jeden Fall mit meiner Tochter weiter spielen. Bis zum nächsten Mal, haut da rein. Ahoi, seid euer Odin. Wo ist der? Da ist er aus.